So, heute sind wir mal im Zoo Karlsruhe in einem Gehege, das noch gar kein Gehege ist. Nein, das ist erst im Entstehen hier. Ja, hier werden mal eure Luchse einziehen, gell? Genau, das ist noch so eine der Altlasten, die wir halt als Zoodirektor übernommen hat. Unsere Luchse sind noch viel zu klein untergebracht. Wir haben gerade 110 Quadratmeter Gehege. 110. Das ist gerade noch so okay, aber man hat kein gutes Gefühl dabei. Die brauchen einfach viel, viel mehr Platz und deswegen waren das auch eine der Tierarten, wo wir gesagt haben, da müssen wir was suchen, wo wir einfach viel mehr Platz haben und haben eine Stelle in unserem Zoo gefunden an unserem Lauterberg und der ist bisher noch so gut wie nicht für unsere Tiere erschlossen, aber wir haben jetzt angefangen damit und das gibt ein Gehege mit 1100 Quadratmeter. Das heißt, der ganze Berg jetzt hier, das Ganze, was man jetzt im Hintergrund sieht, das wird alles eingezäunt, ja? Nicht der ganze Berg, aber dieses ganze Stück, was wir jetzt hier sehen, auch da hinter uns, das sind 1100 Quadratmeter, also 10-mal mehr Platz für unsere Luchse, wie sie bisher haben. Und da werden sie sich mit Sicherheit sehr viel wohler fühlen wie bisher. Ja, und die Luchse sind ja auch eine hochbedrohte Tierart, in Deutschland in großen Teilen ja ausgestorben gewesen. Absolut. Und gerade jetzt hier in Baden-Württemberg haben wir ja den Schwarzwald und vor ein paar Jahren haben wir den Nationalpark Schwarzwald als ersten Nationalpark Baden-Württembergs hier gegründet. Und ja, die Stadt Karlsruhe hat die Patenschaft für diesen Nationalpark übernommen. Und dann dachte ich, das müssen wir auch in unserem Zoo verankern. Und da gehören natürlich die Leitarten dazu. Das ist zum einen das Auerhuhn und zum anderen eben der Luchs und der Sperlingskauz vielleicht noch. Das sind so die Arten, mit denen man immer den Nationalpark in Verbindung bringt. Und gerade die Luchse, die können unser Aushängeschild und unser Link zum Nationalpark werden. Wir haben sozusagen bald die Pforte zum Nationalpark hier im Zoo Karlsruhe mitten in der Stadt. Und hier im Südwesten Deutschlands wird der Luchs jetzt ja auch ziemlich erfolgreich gerade wieder angesiedelt. Da gibt es ja mehrere Projekte. Ja, in der Pfalz vor allem. In Baden-Württemberg noch keine Wiederansiedlungsprojekte, aber vielleicht kommt das ja noch und dann hätten wir auch die entsprechenden Tiere bei uns im Zoo. Ja, wir haben mal für Elsners Reisen versucht, eine Auswilderung zu drehen im Pfälzerwald. Das hat leider nicht geklappt, da durften wir nicht dabei sein. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein ganz, ganz tolles Projekt, was da gemacht wird. Und da kümmern sich ganz viele Biologen darum, dass der Luchs dort wieder heimisch wird. Und das ist natürlich wesentlich wichtiger, als dass wir da ein paar Aufnahmen gemacht haben. Der Luchs gehört einfach zu unserer einheimischen Fauna dazu. Er war ganz weg bei uns und so langsam kommen die ersten Luchse auch wieder eingewandert aus umliegenden Ländern, wo es die noch gibt. Und wenn das nicht reicht, dann muss man halt ein bisschen durch Wiederauswilderung dazu helfen. Und wir sind dabei, eben da die Grundlagen auch hier im Zoo Karlsruhe zu legen. Was sagst du den Menschen, die Angst haben vor Raubkatzen in deutschen Wäldern? Also vor Luchsen braucht man überhaupt keine Angst haben. Die haben viel mehr Angst vor dem Menschen. Und wer einen Luchs sieht, das ist so wie ein Sechser im Lotto. Der hat wirklich viel Glück gehabt. Und da ist der Luchs schneller weg, wie wir sehen. Also wer ein Video vom Luchs dreht, ich hätte es gerne, schickt es gerne an DogmaTV. Wir können sowas immer gut gebrauchen. Ja, mit Sicherheit. Also, wie lange braucht ihr noch? Wann werden die Luchse hier umziehen? Ja, ein bisschen hat sich diese Baustelle verzögert und eigentlich sollte es schon lange eröffnet sein, aber wir haben erstmal die Elefanten fertig gemacht und jetzt als nächstes Projekt ist aber dieses Luchsgehege dran und ich hoffe, dass wir in diesem Sommer, Herbst das noch eröffnen können.